Hallo, Dominik hier von www.kfilme.de. Ich bin hier gerade auf der Samsung Roadshow und hier vor mir der NU8009, die flache Premium UHD TV-Serie. Hier muss ich auch ein, zwei Schritte zurückgehen, weil hier stehe ich bereits vor dem 75 Zoll Modell. Die UHD Premium TV-Serie mit Dynamic Crystal Color, also Nano. Kristall oder Nano-Material könnte sich auch Richtung QLED bewegen, aber man sieht hier schon deutliche Unterschiede zu den QLEDs im Bereich der Farbwiedergabe. Wir haben ja HDR 1000, also 1000 Nits Wiedergabe, und hier bei diesen Modellen, also die 8000er Serie Flat, gibt es mit 49 Zoll, 55, 65, 75 und 82 Zoll. Alles bis 75 hat diesen Standfuß. Jetzt ist hier gerade eine große Gruppe, die jetzt dann hier sich diesen TV anschauen will. Hat hier diesen Standfuß. Jetzt schauen wir noch auf die Rückseite, und alle Anschlüsse sind direkt am Fernseher integriert, also keine One Connect Box oder was ähnliches. Hier haben wir aber auch schon dieses 360 Grad Design, die UHD Master Engine, Supreme UHD Dimming, also verbessertes UHD Dimming ist auch mit dabei. Und was haben wir noch? Genau, und der einzige Unterschied ist zu dem 82 Zoll Gerät, was wir hier noch sehen, wo jetzt die ganzen Leute drumherum stehen. Das 82 Zoll Gerät hat hier diese Standfüße an der Seite. Ansonsten wäre es nicht möglich gewesen, das große Display mit 82 Zoll und doch ein paar Kilogramm über diesen mittleren Standfuß stabil zu bekommen, ohne dass da irgendwas passiert oder dieses dann zu wackelig wird. Twin Tuner ist mit dabei. Wir haben natürlich ganz normales Tizen OS Smart TV System dabei. Sprachsteuerung, Unterstützung für Smart Things. Twin Tuner habe ich schon erwähnt. One Connect Box ist nicht dabei. 4 HDMI-Eingänge, 2 USB-Eingänge, HD Plus TV Key wird auch unterstützt. Und hier ist es auch dann jeweils diese schwarze Remote dabei, dieses schwarze One Remote, also nicht die silberne. Und genau, 360 Grad Design, wie gesagt, von hinten sehen die Teile auch ganz cool aus. Hier gibt es dann auch immer noch so eine Abdeckung, soweit ich weiß. Ja, passt auch soweit. Gute Mittelklasse von Samsung. Gibt es dann auch noch als Curved-Variante, diese nennt sich dann NU8509, werde ich auch noch ein eigenes Video dazu hochladen. Mehr Informationen dann auf 4kfilme.de, abonniert unseren YouTube-Kanal oder gebt dem Video einen Daumen nach oben.